Und damit sind wir wieder bei Let's Play Elite Dangerous. Hallo. Ja, der Uwe ist auch da. Ja, Manchmal. wir fliegen in ein Wintersportgebiet. Naja, fast. Nein, wir Nach fliegen zu einem Sochi. Community Goal. In Sochi. Das ist in Sotscho, genau. Es sind auch nur 19 Sprünge, weil es ungefähr an die 300 Lichtjahre Entfernung waren, aber Nein, 250 oder sowas. es waren 270. 234, glaube ich. 270. 270? Ja, ich meine schon. Egal, auf jeden Fall gibt es da einen Community Call. Und wir können uns jetzt sogar vorlesen lassen, was da gerade los ist. Hast du die Dingens zurückgesetzt? Moment. Einmal auf die News gehen und dann kann man unten, glaube ich, die Warteschlange löschen. Genau. Ja, genau. Oder warte mal, kann man sich da auch nur einen einzelnen Artikel vorlesen lassen, dass sie nicht automatisch alles durchgeht? Keine Ahnung. Warte mal, lass mal kurz gucken. Achso, es gab ja ein neues Update. Scarlet News heute. Ja, es gab einen 10 GB großen Patch, der uns leider beim letzten Mal daran verhindert Hier, hat, die Server und das System aufzunehmen, Sotjo. weil Ja, das kann irgendjemand man. vergessen hatte, sein Update runterzuladen. Was? Wer Ja. mag das nur gewesen sein? Nun. Das kann man übrigens auch einzeln abspielen. Du kannst auch verschiedene Artikel der Warteschlange hinzufügen. Das ist relativ gut gemacht, hätte ich gesagt. Interessant. Ja, irgendwas muss man mit den 10 GB hier anfangen. Wofür haben sie 10 GB gebraucht? Ah, wir haben hier Spotify implementiert, nur ohne Musik. Die Säuberung des Systems Sotjo. Nach den jüngsten Berichten über das Vordringen der Targoiden in die Kernwelten hat die Fraktion Okay, Aegis Core dann eine lass uns das doch mal abspielen Anti-Targoid. jetzt. Moment, ich muss es nur wieder finden, dass wir es auch ungefähr gleichzeitig abspielen, nicht, dass es bei einem schon fertig ist. Operation in der Region Sotjo Moment. gestartet. Das Ein Galnet lädt. Sprecher der So, die Organisation Säuberung sagte des in einer Systems kurzen Sotjo und Stellungnahme in den abspielen. Medien: Unser Ziel ist simpel, Targoiden-Scouts zur Strecke bringen, die Wrackteile einsammeln und diese an die Station Dantec Das Enterprise hältst du mit, liefern. oder? Wir wissen weniger über die Scouts als über die Interceptors. Wir würden die Materialien beider Varianten also gern Gott sei Dank. vergleichen, um herauszufinden, woraus sie bestehen. Die Fraktion Aegis Core appellierte an alle Jedes Mal, wenn der unabhängigen Countdown Bi kommt, wird's unterbrochen. Booten, die Operation zu unterstützen, Tja. indem man Targoiden-Scouts im System Sotjo zerstört und biomechanische Leiter, Schubantriebelemente und Waffenteile an die Station Dantec Enterprise liefert. Kommandant. Die an dieser Operation teilnehmen, werden großzügig entlohnt. Die Doch Kampagne nicht ganz so beginnt am durchdacht. 15. März Nein. 3304 Nur und wird zu eine Woche 90, nein, sagen wir andauern. zu 80 Prozent. Sollte das Ziel früher erreicht werden Jedes als Mal beim geplant, Fuel-Scopen. endet diese mit sofortiger Wirkung. Kampagne der Coalition of Otaim endet. Die Fraktion Coalition of Otaim gab bekannt, dass ihre Kampagne zum Bau einer neuen Asteroidenbasis die begeisterte Unterstützung der galaktischen Gemeinschaft gefunden hat. Hunderte Piloten. Gott, ist das bescheuert. Ja, vor allem ist das komisch, dass es immer Zum nur Erfolg der kurz Initiative auftritt. bei, Also immer indem nur, sie wenn man dann Waffen an irgendeine die Aktion ausführt, Station danach Levimon geht's ja dann wieder. Alcyon jedoch Ja. lieferten und Agitatoren im System Otaim ausschalteten, um für die Okay, Sicherheit ich der bin durch. Zulieferer zu sorgen. Die Behörden. Ich glaube ich nicht. Ich habe jetzt aber Des einfach auf Systems Abspielen Otaim geklickt, also ich gammelten glaube, er liest Armen, jetzt die alle sich vor. an der Ach so, ja, Operation das war der beteiligt Fehler. haben. Das habe ich ja Piloten, vorhin auch die an gemacht. dieser Initiative teilgenommen haben, können ihre Belohnungen ab sofort an Bord von Levimont Alcyon Dock im System Otaim entgegennehmen. Was genau müssen wir eigentlich tun? Guardianstädten liefern Einfach neue nur Kopfkeller? Erkenntnisse. Irgendwen Ja, abschießen. okay. Nach der Entdeckung Ja, der neuen Kopfkeller. Guardianstätten bittet der Ingenieur Ramta die galaktische Gemeinschaft nun um Das ist genau Unterstützung, der Text, um den wir mehr gerade über die vorgelesen lange bekommen haben. untergegangene Zivilisation Erfahrungen Keine zu Ahnung, was wir erzielen. machen müssen sollen. Es lief zwar die letzten 5 Minuten, aber na gut. Nee, da, ja gut, da stand ja, ich meine, das Zuhören hat mich eher verwirrt, weil die was erzählt hat von abschießen und dann Materialien einsammeln und zur Station bringen. Aber das sind zwei verschiedene Community Goals, Ja, glaube ich. gehe ich jetzt mal von aus. Ja, in dem hier müssen wir, glaube ich, einfach nur Kopfgelder einsammeln und dann da abgeben. Ist ja nicht unüblich, dass man einen Kampf und ein Handels-Community-Goal zusammen hat. Ist für kein Handel in dem Sinne. Eigentlich ist es mehr so einsammeln und abgeben. Ja, Du aber... kriegst ja kein Geld, glaube ich, fürs Abgeben, sondern erst für das Community Goal am Ende. Ja, aber du musst ja das Zeug irgendwo herkriegen, was du abgibst. Ja, ich nehme mal an, das sammelt man im
Kampfbereich dann ein, wo die abgeschossen werden. Nee. Also nee, nicht unbedingt. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist, aber normalerweise musst du das schon irgendwo kaufen. Das hat's, nein, definitiv nicht. Das hat sich so angehört, als ob man hier die Ausrüstung von den Targoiden da einsammeln soll oder sowas. Oder die Schiffswracks oder was weiß ich. Kann natürlich auch sein, dass es beides ist. Ich habe mir das Community Golds nicht angeschaut. Ja, aber du hast ja doch den Text gerade angehört. Ja, das ist richtig, aber eher so halb aufmerksam. Ich habe mir auf Abschießen geachtet. Also, beziehungsweise ich bin davon ausgegangen, dass das zwei unterschiedliche sind. Weil einsammeln und... Nein, das sind zwei unterschiedliche, aber ich nehme an, du sammelst es trotzdem im selben Gebiet ein. So habe ich das jetzt verstanden. Jetzt werden wir dann sehen, ne? Ja. Warte, ich lese mal, was da steht. Unser Ziel ist simpel. Ist simpel. Thargoids Scouts zur Strecke bringen, die Wrackteile. Du musst das jetzt nicht nochmal vorlesen, das reicht, das wir haben das jetzt schon gehört. Die zur Strecke bringen und die Wrackteile einsammeln. Das ist dann das zweite Community Goal. Ja, also ist die Frage, eine ist umbringen, das andere ist einsammeln. Ja, es ist aber die Frage, brauchen wir dafür Laderaum? Nein, das eine ist umbringen, das andere ist einsammeln. Das sind die zwei verschiedenen Community Goals. Brauchen wir für das Einladen und Einsammeln Laderaum? Wir wollen die gar nicht einsammeln, wir wollen die nur umbringen. Das sind zwei verschiedene Community Goals. Ja, was spricht denn dagegen, das auch einzusammeln? Kein Laderaum? Ja, das war doch meine Frage, du Honk. Ich gehe davon aus, dass man dafür Laderaum braucht. Ja. Okay. Wie viele Sprünge sind es denn noch? 10. Könnte ich sagen, das ist einfach Material, als Material gilt. Das war mein Gedanke. Das glaube ich fast nicht. Das wäre wahrscheinlich zu einfach. Ja. Dann könnte man sich ja für beide anmelden und beides gleichzeitig machen. Ja, das war mein Gedanke. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Wahrscheinlich ist die Droprate einfach so schlecht, dass es sowieso nicht funktioniert. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist das Abschießen deutlich weiter fortgeschritten als das Einsammeln. Hm. Ja. Ist halt auch die Frage, wo wir die abschießen können. Also ob wir jetzt in eine Konfliktzone gehen müssen oder... Das weiß ich noch nicht, aber das wird sich bestimmt relativ schnell zeigen. Davon wird wahrscheinlich auch sehr stark abhängig sein, wie gut das mit dem Einsammeln läuft. Ja. Weil in der Konfliktzone wird es relativ schwierig sein, irgendwelche Drops einzusammeln. Ja. Weiß nicht. Vielleicht meldet man sich dann einfach nicht für eine... Vielleicht sind das so Kampfgebiete, wo man... Wobei, nee, das wäre komisch. Eigentlich macht das nicht so viel Sinn, das in einem Kampfgebiet zu machen, wenn du irgendwas einsammeln musst. Ja, ich meine, da gibt es ja keine Fraktion, denen man beitreten kann. Es ist ja relativ eindeutig, wer dagegen wen kämpft. Die Targoiden gegen die Holomies. Ja. Nach 11 Stunden habe ich noch. Schön. Okay. Hier kann ich nicht auftanken. Na, Notstop? Nee, aber so ein... Doch. nee, doch, ja. Gut. Es war kein Notstopp bis zu dem Moment, in dem ich zu nah an dem komischen Stern war, weil der so klein und... Das ist so ein lila Ding. Ja, das finde ich immer richtig gemein, wenn du dann aus Versehen so dicht ranfliegst. Ja, vor allem, das sieht man. Ich dachte, ich war weit genug weg. Ich war deutlich weiter weg als an den Roten, gefühlt. Ja, das ist auch so. Ich glaube, die Distanz bis zum Notstop ist bei den Großen genauso... Oh, letzter Hauptreihenstern, noch festgelegte Route. Was? Okay. Also die Entfernung ist, glaube ich, immer die gleiche. Also die Entfernung bis zum Notstop. Also gerade würde heißen, dass du danach nicht mehr auftanken kannst am Stern. Das wäre schlecht. Das ist aber vermutlich so. Dann würde ich mal auf die Karte gucken, ob es noch reicht. Das ist richtig. Na, 10 Sprünge könnte ein bisschen knapp werden. Ach was, 10 geht, oder? Moment. Ja, wobei, könnte tatsächlich ein bisschen... Nein, 9. Nein. Es fehlt mir genau ein Sprung. Ah, schön. Alternativroute oder vorher ganz auftanken? Reicht, oder bist du voll? Ich habe schon voll aufgetankt. Okay, dann Alternativroute. Ja. Alter, schon wieder so ein fettes Teil. Nein, so ein kleines Teil meine ich. Aber diesmal knallrot. Also wirklich blutrot. Rares Blutwurst. So, warte mal. Galaktische Karte. Ich gucke auch mal kurz nach, wie es bei mir aussieht. Ah ja, okay, mir reicht's mittlerweile. Selbst ohne irgendwo aufzutanken noch. Okay, wirtschaftlichste Route. Die wirtschaftlichste Route würde bei mir auch reichen.
muss nur mal gucken, was wirtschaftlichste Route jetzt bedeutet. Ja, das bedeutet wahrscheinlich 10 Sprünge mehr gefühlt. Oh ja, 26 Sprünge, ja, ich glaube, es geht los. Ja, nee. Ja, kannst du nicht irgendwie so ein Mittelding wählen? Du kannst doch die maximale Sprungreichweite begrenzen. Also dann bleib trotzdem auf schnellste Route, aber begrenzt die maximale Sprungreichweite ein paar Mal und guck mal, bis es halt eine Route findet, die du nehmen kannst. Die aber nicht 26 Sprünge dauert. Ja, die Reichweite kann ich doch nur dann verändern, wenn ich Laderaum habe, oder nicht? Ich meine nicht. Also ich kann jetzt gerade nichts daran ändern. Ich kann ja keine Frachtmasse hinzufügen. Und sonst jetzt kann nicht. Ich ja warte mal kurz. Nicht langsamer werden. Galaktische, nicht galaktische, doch galaktische Karte war richtig. Oh, okay, das geht tatsächlich nicht. Ja. Ja, wo fliegst du denn her? Was? Wieso? Du bist auch fern. Gut, aber du hast, glaube ich, eine etwas größere Sprungreichweite, deswegen geht das vielleicht auch. Wo bist du denn überhaupt? Wir sind überhaupt nicht im Geschwader. Woher weißt du überhaupt, wo ich bin? Wir sind doch nicht im Geschwader. Ja, aber ich sehe eine grüne Markierung. Das sieht so aus, als wärst du das. Was? Weil du als Freund eingetragen bist in der Elite. Warte mal. Und in der gleichen Gruppe bist wie ich. Also in der gleichen privaten Gruppe. Ja, ich bin einfach schon viel weiter als du. Du bist ungefähr auf derselben Strecke, auf der ich mal war, nur viel weiter hinten. Also bei mir sieht so aus, als würde meine Strecke ganz woanders hergehen. Ja, vielleicht geht deine ein bisschen ums Eck, keine Ahnung, weil du nicht so weit springen kannst. Warte mal, jetzt ist die Frage, ob ich nicht... ich kann doch... Also ich könnte doch irgendwo auch festlegen... Was für, also dass er mir anzeigt, welche Planeten quasi in der Umgebung sind oder nicht. Zumal also welche zum Auftanken geeigneten. Ja, Moment, das kann ich dir sagen. Galaktische Karte. Dann auf, wo macht man das denn? Hier, der zweite Tab von rechts oben. Da auf Karte, also nicht auf realistisch, sondern auf Karte. Mhm. Und dann Kartenansicht konfigurieren da nach Sternklasse. Wo ist und das dann hin? Nur OBAFGKLM. Ach, da kann man scrollen. KM. Nur bis M, glaube ich. O bis M, ja, okay. Hä? Ah, M-Stern roter Zwerg ist aber trotzdem einer, an dem man nicht tanken kann, oder? M müsste eigentlich noch gehen. Weil der liegt nämlich auch auf der Route, aber trotzdem kann ich da nicht tanken. Okay, dann geht M halt nicht mehr. Dann geht's halt nur bis K. Oh, dann wird's aber dünne. Ah, wobei. Na gut, dann fliege ich halt zu einem anderen. So. Fliegen wir dahin. Wenn das Navi nicht funktioniert, muss man sich halt selbst seine Route zusammen planen. Ja, das Navi funktioniert ja, aber das Navi ist leider nicht an die Tankuhr gekoppelt. Was für eine Standklasse ist das hier? Nur mal Interesse halber. Das ist ein M-Stern. Ja, okay, M funktioniert nicht. Tatsache. Ja. Das nächste System, in das ich springe, wäre nämlich auch ein M-Stern. Und K ist dann was? K ist... K-Stern, Orange Riese. Das müsste funktionieren. Das denke ich auch. Es wäre gut, wenn die Routenplanung jetzt noch berücksichtigen würde, wie voll... Also, dass die Sterne, an denen man auftanken kann, berücksichtigt werden, ist ja schon mal gut. Jetzt müsste man nur noch den nächsten Schritt gehen und sagen, wenn die Route so verläuft, dass man nicht ankommt, dass man dann vielleicht einen leichten Umweg fliegt. Ja. Das wäre sehr konsequent. Ja gut, aber dann müsste man ja gar nichts mehr machen. Ich meine, früher wurden einem ja nicht mal die Sterne angezeigt, bei denen man tanken kann. Das ist richtig. Ja, man ist trotzdem angekommen. Aber nun. Ich meine, es gibt ja nicht nur Sterne, sondern auch Stationen, bei denen man tanken kann. Ja, aber das dauert ja mal ziemlich lange. Ja klar, aber ich meine, das könntest du ja dann selbst auch berücksichtigen und gucken, ob auf deinem Weg irgendwas liegt. Es muss ja nur eine einzelne Station sein. Tanken kann man ja überall. Ja, je nach Schiffsgröße, ja. Wenn du jetzt natürlich dann nur so eine kleine Popelstation hast und dann mit unserem Schiff da ankommst und dann wieder keine Landepads frei sind, dann kommt Freude auf. Dann musst du halt so lange warten, bis einer frei wird. Ja. Sonst, ja, Pech. Selbstzerstörung. Sonst Baum.
Ah, ne, okay, da kann ich tanken. Was ist das jetzt für ein Stern? Okay, jetzt habe ich hier eine Alternativroute, auf der irgendwie nur solche Sterne sind. Wieso wird mir das jetzt nicht angezeigt? Karte? Ah, ein M-Stern. Yes. Hier konnte ich jetzt aber tanken. Oder nicht? Es kann sein, dass das an Zwergensternen nicht funktioniert. Das war aber ein M-Stern roter Zwerg und ich konnte hier tanken gerade. Hä? M-Stern, in Klammern roter Zwerg. Aber du hast doch vorhin ach auch... Nee, halt, das ist mein nächstes Ziel. Halt, stopp, ich nehm's zurück. Ich wollte gerade sagen... Ich bin gerade auch bei einem M-Stern roter Zwerg. Aber du meintest doch vorhin, dass das bei dem anderen M-Zwerg nicht funktioniert hat. Nee, aber hier ging's gerade. Das also ist keine zuverlässige halt Angabe. Okay, dann geht's halt bei manchen M-Sternen, aber K geht auf jeden Fall bei allen. Hm. Hoffe ich. Ja. Also bei dem M-Stern hier geht es zum Beispiel auch nicht. Das ist auch ein roter Zwerg. Merkwürdig. Der hat gerade eindeutig hier aufgetankt. Ich hab's gehört. Während ich auf der Karte war, hat er irgendwann gesagt, Fuel Scope disengaged oder sowas. Hm. Komisch. Das hier ist auch wieder ein M, oder? Mal, kann ich das hier nicht irgendwo... Hier, Systemkarte, das, die müsste mir doch sagen, was das für eine Standklasse ist, oder? M, das ist auch ein Klasse M-Stern. Und da konnte ich gerade auftanken. Es gibt bestimmt noch irgendwas anderes, was das mit beeinflusst. Vielleicht gibt es irgendwelche Unterklassen noch, die nicht angezeigt werden. Ja. Das wäre aber relativ sinnlos. Ja, exakt dieses. So, ich glaube, jetzt kann ich auch direkt zu dem Community Goal System fliegen. Wenn er mir denn eine Route plotten würde. Hallo? Navi müde. Navi schlafen. Ach, jetzt geht's. Komisch. Ah, okay. Auf einmal. Hey, ich bin da. Ging's. Was? Noch sechs was? Sprünge. Was? K-Stern, gelb, orange. Ja, schön. Ich parke hier gerade vorm Stern und tank ein bisschen auf. Kann man mal machen. So, ich guck mal genau rein. Warte mal, ich drehe mich noch so, dass man die Anzeige sieht. So. Ich tank gerade mit ungefähr 70 pro Sekunde auf. Hey, direkt vor mir ist eine unidentifizierte Signalquelle. Vielleicht springe ich mal kurz rein. Mach das. Oh, das sind feindliche... Oh Gott. Oh Gott, ich werde beschossen. Oh Gott. Wieso werde ich beschossen? Warte mal. Weil Baum. Ist doch logisch. Kann ich die... Was sind das denn für welche? Kann ich da zurückschlagen? Ich glaube, das sind die Targoiden. Echt? Ja. Oh. Ich kann ihn nicht scannen. Ich muss blind drauf schießen. Oh. Aber ich habe Düppel. Bringen die Düppel was? Muss ich... Ja, ich glaube schon. Weiß nicht so genau. Also vermute ich mal, wir müssen hier, was wir schon lange nicht mehr getan haben, in unbekannte Signalquellen springen und Schiffe abschießen. Das fände ich jetzt wirklich bitter, wenn... Ach Mann. Also die machen auf jeden Fall nicht so viel Schaden, habe ich so den Eindruck. Aber ich kann dir halt auch absolut nicht sagen, ob ich ihnen Schaden mache. Ja, wenn du sie nicht scannen kannst, ist es relativ schwierig, das zu sagen. Bis es Peng macht, ja. Ja. Schilder haben sie auf jeden Fall keine, wie mir scheint. Aber die Hülle ist wohl relativ stabil. Ah, Peng. Pilotenbeförderung. Pilotenvereinigung. Beförderung zum Meister. Aha. Okay, ich habe einen abgeschossen. Wie viele sind da noch? Noch einer. Ich habe 10.000 Credits bekommen.
Was nicht Strafe, sondern Belohnung. Ja, man kann nie so genau wissen bei dem Spiel. Ah, toll. Kannst du mich mal ins Geschwader einladen? Nein. Warum nicht? Weil ich gerade im Kampf bin. Also, kannst du noch was von dem Targoiden überlassen? Nein, weil er mich sonst abschießt. So viel... Na dann. Der schießt ja die ganze Zeit auf mich, permanent. Ich muss ihn abschießen, sonst bin ich tot oder muss rausspringen. Aber wenn ich aus der Signalfalle rausspringe, dann habe ich sie ja verloren. Das ist korrekt. Also ich habe quasi keine Wahl. Ich wollte dich gerade einladen, aber das Menü dafür backt rum. Oh. Super. Ja, ich kann in dem alles Menü... Alles gefixt, kein Problem. Ich kann in dem Menü nicht nach unten tabben. Also nicht nach unten gehen mit dem Cursor. Vielleicht haben sie die Steuerung mal wieder irgendwie zurückgesetzt? Nein, also man sieht, dass es grafisch rumbackt. Ach so. Endlich funktioniert unser Running Gag mal wieder. Geschwader anlegen, funktioniert nicht. Check. Ja, das muss so. Na komm schon. Meine Schilde sind jetzt dann auch bei der Marsch. Das ist jetzt aber auch ein M-Stern, an dem ich gerade aufgetankt habe, dass das auch funktioniert. Das verstehe ich. Er ist explodiert. So, jetzt gucke ich gleich mal, ob man das Zeug direkt einsammeln kann. Material, Waffenteile. Kann ich das jetzt einsammeln? Ach, Material. Ja, siehst du. Das war meine Frage. Fahrwerk, ausfahren. Fahrwerk? Nicht Fahrwerk. Wieso habe ich das Fahrwerk ausgefahren? Ich meine Frachtluke öffnen. Hast du einen großen Skibeutel dann am Fahrwerk hängen. Welche Geschwindigkeit hatten wir nochmal zum Einsammeln? Ungefähr 50? 20. 20? 20, okay. Aber 50 kannst du auch mal ausprobieren. Es ist ja noch ein Stück. Ich flieg erstmal mit 50 drauf zu. Viel hilft viel, ne? Ja, auf jeden Fall. Ah, noch ein Sprung, dann bin ich da. Bei mir schlagen gerade überall Funken im Cockpit durch die Gegend. Wie viel Prozent Hülle hast du? 100. Nein! 49. Was? Aber meine Schilde waren die ganze Zeit ganz. Hä? Okay, scheinbar greifen die Hülle an und ignorieren die Schilde. Oh, das ist natürlich auch geil. Ja, das macht das Ganze doch gleich viel lustiger. Ja gut, ich meine, die haben jetzt 50% Hülle runtergehauen, aber die Schilde haben sie schon auch beschädigt. Aber die waren halt nie ganz kaputt und ich habe trotzdem 49% Hülle. Das ist halt ein bisschen unpraktisch, weil... Nee, halt, Moment, das ist doch die Hitze, oder? Wo ist denn die Hülle? Die Hülle? 14% Hülle? Oh. Was? Lad mich mal ins Geschwader ein, dann kann ich dir das auch sonst auch sagen. Warte mal. Ist das unten rechts meine Hülle? Ja. Die nimmt gerade ab. Immer noch. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ich versuche mal hier rauszuspringen schnell, so schnell wie es geht. Also ich wäre jetzt im System angekommen übrigens. Spring! Nein, meine Schilde nehmen weiter Schaden. Meine Hülle nimmt weiter Schaden. Und? Ne, die bleibt, oh, ich bin tot. Echt? Ja. Mein Beileid. Und weißt du, was mir gerade auffällt? Ich war noch in keiner Station. Oh, nicht menschliche Signalquelle. Ja, da will ich jetzt sicherlich reinfliegen. Not gonna happen. Herzlichen Glückwunsch. Das kostet mich jetzt zum Glück nur 4 Millionen. Ja, die nächste Station wäre aber auch ungefähr 1000 Lichtsekunden entfernt. Ja, das ist jetzt... Oh. Okay, machen wir Schluss für heute, würde ich sagen. Dieser Moment der Resignation so. Ach. Ah, hier sind aber wirklich viele Signalquellen, das ist ja schön. Ja, machen wir Schluss für heute, würde ich sagen. Ich habe das halt nicht bemerkt, dass sie die ganze Zeit Schaden nehmen. Ist mir nicht wirklich aufgefallen, bis es zu spät war. Ja, das ist schlecht. Oh Gott, wie viele Signalquellen ploppen hier auf. Ja, ich würde sagen, wir machen Schluss für heute und... Ja, dann bis zum nächsten Mal. Jawohl, bis dahin. Tschüss.